Also ganz kurz, es ging ja in diesem Methodencafé darüber, über Zukünfte, die Zukunft, in die Zukunft und Planen mit Szenarien. Dazu will ich ein bisschen was sagen. Und auf der einen Seite eben ganz kurz, was ist Zukunft, Zukunftsforschung und Foresight, also als Begriff der angewandten Zukunftsforschung. Ganz viele Streitigkeiten innerhalb der Disziplin. Ich benutze es hier trotzdem so. Und als dritter Punkt, Szenariomethode. Also wir wollen über Szenarien planen und mal gucken, wie das damit funktioniert. Deswegen dieser dritte Punkt als ein Ansatz, als eine Methode, die man in der Zukunftsforschung verwendet. Was ist Zukunft? Zukunft ist, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, unglaublich vielfältig, unglaublich aber auch diffus. Hätten wir das, was wir jetzt gerade schön tabellarisch, virtuell und auch schriftlich abbilden konnten, ohne dass man gestört wurde durch irgendwelche andere Argumentationen oder andere Eindrücke, die einen gesagt haben, nee, das passt ja nicht. Wenn man das nämlich mündlich macht in einem Gespräch, dann sieht das irgendwie so aus wie dieses Bild vielleicht. Entsprechend ist es diffus. Dann aber auch, wir kennen alle VUCA. Es ist alles höchstgradig volatil, es ist gerade alles höchstgradig unsicher, es ist komplex und es ist alles mehrdeutig. Damit aber nicht getan, denn das befindet sich ja auch immer in einer Dynamik. In einer Dynamik einerseits, mal kurz gucken jetzt. Und weil das bleibt ja nicht stehen. Versuche das mal mit diesem Bild. Wir haben Social Media und Social Media hat ja vieles volatil gemacht, hat vieles komplex gemacht und macht auch vieles unsicher. Und Mehrdeutigkeiten bringt es eh hervor. Im Sinne von einer Aussage wird aus diversen Blickrichtungen, Perspektiven betrachtet und kriegt diverse Konnotationen. Social Media ist aber heute nicht mehr das, was es vor 10 Jahren war und das wird es auch nicht mehr das sein, wenn wir in 2030 sind. Entsprechend ist da auch immer eine Dynamik drin. Also diese VUCA ist nie beständig. Wir haben nicht eine Volatilität, die verändert sich morgen auch wieder. Deswegen ist das Bild von Zukunft einfach immer unglaublich bunt. Es ist unordentlich und überraschungsvoll. Ich will das gar nicht so negativ darstellen, sondern auch da stecken ja auch unglaublich viele Chancen drin, da stecken auch unglaublich viele Möglichkeiten drin. Und Überraschungen sind ja auch manchmal toll, aus denen man auch viel machen kann, auch wenn sie halt, wie wir jetzt in den letzten 1, 2 Jahren ja stark gemerkt haben, auch existenziell bedrohend sein können. Aber dennoch haben sich auf der anderen Seite auch wieder neue Türen geöffnet dafür. Vor allem auch teils in der Verwaltung. Um dieses Bild ein bisschen zu ordnen, kann man Zukunft verstehen, A, erstmal als etwas, was nie erforschbar ist. Also wenn wir zum Zukunftsforschen sprechen, fragen, kann man auch gar nicht erforschen. Nee, kann man auch nicht. Wir können nichts empirisch untersuchen, was noch nicht da ist. Einfach nicht machbar. Wir können aber Annahmen untersuchen, die über Zukunft getroffen werden. Oder wir können Spekulationen überprüfen, können die argumentativ prüfen und mit Spekulationen auch so umgehen, dass man das dann, weil es eben ein sehr interdisziplinäres Fach ist, auch mit Kunst in Zusammenhang bringen. Passiert gerade immer mehr, dass Zukunftsforschung zusammengeht mit Kunst und dass Künstler Zukunftsartefakte schaffen. Ob sie jetzt räumlich sind, also großflächige, die man begehen kann, ob es kleine Gadgets sind, die man in die Hand nehmen kann, so kann man es erfahrbar machen. Aber auch ganz, ganz simpel, so projizierbare Zukünfte bis in den nächsten 5 Jahren, wo man Zahlen vorausrechnen kann, wo nicht so viele Schwankungen passieren können, kann man vorausrechnen. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, Zukunft einzuteilen in wahrscheinliche Zukünfte, in mögliche Zukünfte, in plausible Zukünfte oder eben in gewünschte, also Wunschvorstellungen von Zukunft. Und das finde ich immer als erstes immer gut zu wissen oder gut mitzuteilen, weil das schafft schon eine erste Klarheit, weil diese Zukunftsdimensionen dann doch immer vermischt werden und weshalb es in diesen Diskussionen immer sehr durcheinander geht, und man nie eine Ebene hat, die man auch wirklich operationalisieren kann. Und das ist eine erste Form der Operationalisierung. Zukunftsforschung, Foresight, was machen wir da oder welche Themen, mit welchen Methoden arbeiten wir an Zukunftsdimensionen? Und eine Sache, wenn man das jetzt auch ordnen will, ich habe es jetzt gerade eben kurz dargestellt, wie ordnen wir das? Also wir haben Trends, die wir uns anschauen können.
Wir haben Szenarien, die wir uns anschauen können. Wir haben Annahmen über Zukunft von Experten und Expertinnen. Haben wir gerade gehört, Wasserknappheit haben wir uns schon vor 20 Jahren mit befasst. Mit Pandemien hat man sich auch schon vor 20 Jahren befasst und konnte sagen, da wird es stattfinden. Also solche Expertenmeinungen auch tatsächlich zu untersuchen, auch in die Diskussion mit hineinzubekommen. Und das macht man auf der einen Seite eben mit Trend-Er- und Verarbeitung. Also man muss Trends auch erarbeiten und entwickeln in der Zukunftsforschung, aber dann eben auch an den Mann bringen, an die Frau bringen, dass darüber nachgedacht wird, dass da konstruktiv darüber nachgedacht wird, um auf solche Sachen zu kommen, wie wir jetzt gerade eben, also auch so disruptive Entwicklungen. Selbst geht man auch gerne ins Gaming hinein, wo man Kombinationen durchdenkt, um auf, ja, Donald Rumsfeld hat doch dieses eine Sprichwort gesagt, der hat ja von diesen Unknowns gesprochen, in diesen einen ganz verschachtelten Satz, den er damals nach 9/11 gesagt hatte, um den Irakkrieg irgendwie zu legitimieren, was ihm ja nicht ganz geglückt ist, wie wir heute wissen. Aber es geht darum, manchmal auch Informationen oder Ereignisse herauszufinden, von denen wir heute noch nicht wissen, dass es sie gibt. Heißt, wir müssen unglaublich kreativ sein. Und da helfen uns so Gaming-Ansätze und Kontexte eigentlich immer sehr gut. Gibt es auch, da ist auch ein Link, ihr kriegt den Beitrag ja noch und dann könnt ihr auch ein paar Links folgen. Genauso wie auch die Studien, die Delphi-Befragung, wo es dann halt stark um Expertenmeinungen geht, die man analysieren kann zu bestimmten Themen. Wo wird das auch betrieben? Das wollte ich euch gerne noch mitgeben. In der Verwaltung vor allem auch ganz groß angelegt in Singapur, wo es tatsächlich beim Premierminister ist es da, glaube ich, genau, angesiedelt ist und der seine Entscheidungen tatsächlich auf Foresight-Untersuchungen stützt und Foresight-Analysen und die unglaublich weit vorausschauend sind. Gent hat ein schönes Programm aufgesetzt, die sich von einer Foresight-Agentur quasi oder von einem Foresight-Team beraten lassen, aber auch die ganze Stadt, nicht nur die Verwaltung. Alle diese Bilder sind ja hinterlegt mit einem Link, die könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Auf europäischer Ebene, auf der Europäischen Kommissionsebene gibt es eine Organisationseinheit, Joint Research Center, die auch Foresight betreiben, die auch Trendanalysen machen, die aber auch Szenarien erstellen, wie hier in dieser Publikation zur Zukunft von Government. Und in vielen Ministerien findet Foresight auch statt. Ich habe hier ein Beispiel genommen, Bundesministerium Bildung und Forschung, die jetzt im dritten Foresight-Zyklus sind, so nennt sich das, ja, so Foresight-Zyklen, sind jetzt im dritten. Auch da gerne draufklicken, sehr komplex, sehr komplexe Herangehensweise, aber mit tollen Ergebnissen auch. Die haben jetzt Szenarien dieses Jahr veröffentlicht, auch sehr spannend. Aber es machen viele. Bundesministerium Arbeit und Soziales hat da einen Prozess am Laufen und so weiter. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Hier nochmal ganz kurz, auch Link dahinter gelegt, hinter den Bildern, um mal zu gucken, welche Trends sind im Kontext Verwaltung auch unterwegs. Auf Bundesebene, Kompetenzzentrum öffentliche IT, hat da eine gute Übersicht, auch interaktiv, glaube ich, genauso wie beim Megatrend Hub, des Joint Research Center auf der Europäischen Kommissionsebene. Auch da interaktiv, da wird nochmal eine etwas andere Ebene abgebildet. Auf jeden Fall wertvoll, wenn man sich mit Trends befassen will. Holt euch die da gerne raus. Die sind aktuell, die sind auch gut beschrieben. Das sind ein paar Herangehensweisen. Wir wollen aber kurz ja Szenarien uns anschauen. Szenarien sind eigentlich Drehbücher. Ganz ursprünglich aber aus der Antike kommen, waren es Bühnenbilder. Das lateinische Wort Szenare, glaube ich, ist es jetzt genau. Und das finde ich immer ganz toll, weil es war immer die Bühnengestaltung. Und die Bühnengestaltung ist immer ein Rahmen für eine Geschichte. Und deswegen finde ich das eigentlich noch immer ganz toll, dass man dann in den 50er, 60er Jahren, dass dann ein Zukunftsforscher, Hermann Kahn, im militärischen Think Tank der USA, im RAND Corporation, gesagt hat, wir wollen Szenarien jetzt auch machen, wir wollen der Zukunft einen Rahmen geben. Dem können wir aber nur einen Rahmen geben, wenn wir den Zukunftsraum aufmachen können. Und Szenarien finden immer in Alternativen statt. Szenarien sind keine Vorhersagen, sind keine Prognosen, sondern sie bilden
in den meisten Fällen, und das ist meine persönliche Meinung, plausible Szenarien ab, plausible Zukunftsformationen. Best Case, Worst Case, aber auch thematische Zukunftskonfigurationen, genau. Entsprechend haben wir ein Heute, so, umso weiter wir nach vorne gehen, umso größer der Zukunftsraum oder der Möglichkeitsraum für Zukunftsabbildung. Das Ganze passiert über einen relativ strukturierten Ablauf. Es gibt diverse Ansätze, mögen sich viele auch drüber streiten. Ich finde diesen aber sehr gut, weil es unglaublich systematisch ist, unglaublich strukturierend und einen dazu zwingt, strukturiert und klar zu sein. Das hilft sehr, weil im Kontext Zukunftsforschung halten sich sehr viele Leute auf, die nicht immer nur so richtig fokussiert sind, sondern gerne auch ausschweifend sind. Aber es ist unglaublich wichtig, wenn man Zukunftsforschung betreibt, am Ende Ergebnisse zu haben, die dann eben nicht mehr abstrakt sind, sondern eine gewisse Klarheit haben, sodass man es sehr verstehen kann, dass man, wenn man mit Leuten Zukunft kommunizieren will, dass man da dann auch was Klares hat. Entsprechend ist es gut, diesen Ansatz zu verfolgen. Und man geht erst rein, sammelt breit, wie wir es gerade gemacht haben, mehr oder weniger Entwicklungen, Themen, die berücksichtigt werden müssen für ein Thema, sagen wir mal Zukunft von Verwaltung. Dann geht man nach und nach runter und identifiziert dann letzten Endes die entscheidenden roten Fäden für die Geschichte, die die Szenarien erzählen sollen. Das sind dann Themen wie, oder Schlüsselfaktoren wie künstliche Intelligenz. Das kann sein im Kontext Verwaltung Mitbestimmung und Mitgestaltungskultur. Das kann sein E-Government, Open Government, solche Themen. Also Sie haben noch keine, das sind Zukunftsthemen, aber Sie haben noch keine Entwicklungsdimension. Die kommen dann im dritten Schritt. Dann bekommt KI eine 2 bis 4 Zukunftsannahmen zugewiesen, die möglich oder plausibel sind. Ich mache es gleich nochmal deutlich. Und aus diesen kann man dann letzten Endes Linien finden, von diesen Zukunftsannahmen vergleichbar miteinander auf vielfältigste Art und Weise. Und dieses Vergleiche der Zukunftsannahmen bilden dann Linien, die dann zu den Szenarien führen. Und so ungefähr sieht es denn aus. Ich habe hier mal ein paar Themen draufgepackt und ganz schnell belegt mit Überschriften, die für die Zukunftsannahmen stehen können. Dies ist jetzt ein Beispiel, die zeigt, wie sieht Gesellschaft eigentlich aus zukünftig. Also es ist für ein Projekt, wo man sich anschauen will, wie sieht es in der Gesellschaft zukünftig aus. Und da sieht man ganz toll, wir wissen dann, wie es gesellschaftlich aussieht. Welche Rolle muss dann aber Verwaltung spielen? Das heißt, da wird auch ein Ansatz deutlich. Wir gucken uns ganz oft die Umwelt der Organisation an, um die es geht, wie in diesem Fall Verwaltung, um dann her sagen zu können, wenn das die Umwelt ist, auf die wir reagieren müssen als Verwaltung, dann müssen wir uns so und so aufstellen. Und hier sieht man es jetzt gut. Oben die Ebene der Schlüsselfaktoren, der Zukunftsthemen, die roten Fäden in der Geschichte, die dann Annahmen bekommen. Und ich nehme jetzt einfach mal kulturelle Zusammensetzung der Gesellschaft. Kann in 2030 so aussehen, dass wir eine gelungene Integration haben, dass wir eine Gesellschaft haben, die integrativ ist, die unterschiedlichste Kulturen miteinander verbindet. Wir können aber auch in einer Zukunft landen, die ausgenutzt und Diskriminierung viel abbildet. Ja, dass Zuwanderer prekäre Jobs annehmen müssen, die vielleicht im illegalen Bereich sind, die dann auch stark und viel Diskriminierung erfahren. Oder man hat so ein Kanada-Modell, Kanada-Modell ist auch nicht richtig gesagt, aber man hat so ein geduldetes Nebeneinander. Man akzeptiert es, dass viele unterschiedliche Kulturen da sind, man lebt aber so nebeneinander her und es ist so ein paralleles Leben in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Und das zeigt eigentlich, diese Annahmen gibt es. Und die liegen immer im Bereich, und das ist vorher festzulegen, ich hatte gerade eben das Bild dargelegt, entweder sagt man, wir wollen mögliche und plausible Zukünfte haben oder wir machen Wunschszenarien. Dann sehen diese Annahmen anders aus. Und dann schaut man, welche Projektionen, welche Annahmen passen zusammen und bildet dann Linien. Ich habe hier jetzt mal eine rote Linie gezogen. Und das, aber ich gehe jetzt nicht darauf ein, weil dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Aber ihr seht das Prinzip. Man schaut, welche passen in eine Linie. Was ist miteinander konsistent? Welche Projektionen können
in 2030 aus heutiger Sicht plausibel miteinander koexistieren? Das ist die Frage, die wir uns dann stellen. So gehen wir in diese Arbeit mit dem morphologischen Kasten. Dann gibt es hier noch eine blaue Linie, die man da noch reinziehen kann. Das war gerade eine grüne, jetzt kommt noch eine blaue hinzu. Und so kriegt man dann nach und nach, schärft man sich dann seine Szenarien aus diesem Konglomerat an Schlüsselfaktoren und Zukunftsannahmen. Ich habe hier noch Folien dazugefügt, da es heute mehr um Methode geht, würde ich hier jetzt nicht drauf eingehen, das führt jetzt zu weit, das nimmt auch viel zu viel Zeit ein. Ihr kriegt die Folien aber, ihr könnt das mal euch dann anschauen, was hier inhaltlich noch dran gesetzt ist. Warum arbeitet man mit Szenarien oder was sind auch aus Szenarien heraus Hebel für Verwaltung, um in eine gute Zukunft zu kommen, habe ich hier nochmal ein paar Stichpunkte beigefügt. Und hier nochmal, warum macht man Szenarien fürs Planen? Man hat eine Abgrenzung von Prognosen, das wäre mir noch wichtig gerade zu sagen. Man hat eine Abgrenzung von Prognosen, die einen dazu verleiten, eine Zukunft anzunehmen und auf die hin zu planen, die dann aber morgen schon komplett über den Haufen geworfen werden kann. Wir haben die Möglichkeit, ganzheitlich die Themen zu erfassen. Wir können in Alternativen denken, weil wir uns mit unglaublich vielen Zukunftsthemen, unglaublich vielen Zukunftsannahmen und Dimensionen befassen. Wir kennen argumentative Logiken von Zukunftsverläufen, unterschiedliche, und haben uns, man kriegt dadurch den Vorteil, sich mit Zukunft einfach in diesem Bereich gut auszukennen. Da man weit vorausschauend ist und diese Logiken kennt, kann man antizipativ mit Entwicklungen umgehen und strategisch umgehen. Das heißt, wir können agieren und müssen nicht immer reagieren. Wir können auch agieren mit Unsicherheit umgehen. Und wir können dann eben auch Unsicherheiten und Disruptionsereignisse mehr oder weniger einfangen, in dem Bereich, die es uns ermöglichen, die Annahmen dann eben auch tatsächlich so herauszuarbeiten, dass es eine gewisse Verlässlichkeit hat. Das sind die Stärken der Szenario-Methode. Und dann haben wir es doch da durch.